Das alte Rathaus Rohrbach wurde am 23. Oktober 2013 nach der durchgeführten Sanierung von Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner neu eingeweiht. An diesem Termin fand auch der Spatenstich für die Neugestaltung des Rathausplatzes statt. Der Platz soll umstrukturiert werden. Der Brunnen wird in Richtung des Bürgeramtes versetzt, um den Platz für den regelmäßig stattfindenden Markt besser nutzbar zu machen. Auch ein kleiner Bachlauf wird entlang der Rathausstraße errichtet. Der soll an den ehemaligen Rohrbach erinnern. Der gesamte Platz erhält zudem einen Granitboden. Die Kosten für die Platzgestaltung werden etwa bei 2,4 Millionen Euro liegen. Hinzu kommen noch die Kosten der Stadtwerke in Höhe von 680.000 Euro. Die Sanierungsarbeiten des Gebäudes haben rund 322.000 Euro gekostet. OB Dr. Würzner fasste in seiner Rede unter anderem zusammen, welche Bedeutung die Sanierung des Stadtteilkerns für Rohrbach einnimmt. Der öffentliche Raum rund um den Rathausplatz wird attraktiver, die Belastung durch den Verkehr deutlich geringer, der Schulweg der Rohrbacher Kinder und Jugendlichen wird sicherer und erstmals wird auch der Rathausplatz barrierefrei damit sein. Damit steigt für Sie alle, egal ob jung oder alt, die Lebensqualität auch im Alltag. Rohrbach wandelt sich, ohne, wie ich das vorhin gesagt habe, seinen ursprünglichen dörflichen Charme dabei zu verlieren. Das vom Baumeister Wilhelm Frommel im Jahre 1813 erbaute Gebäude in der Rathausstraße 43 beherbergte zuvor das Bürgeramt Rohrbach und den Stadtteilverein. Seit Anfang 2013 ist das Bürgeramt direkt hinter dem Rathaus im Seckenheimer Gässchen 1 untergebracht. Damit kann das alte Rathaus nun von Vereinen als Veranstaltungsort genutzt werden. Hierzu Hans-Jürgen Fuchs, erster Vorsitzender vom Stadtteilverein Rohrbach. Wir wollen hier ein kleines Kulturzentrum reinmachen. Das heißt kulturelle Veranstaltungen, Treffen von Vereinen, kleine Sitzungen, kleine Podiumsdiskussionen, vielleicht eine Lesung, sowas. Und ich denke, es wird ein kulturelles Zentrum für Rohrbach werden. Gibt es denn schon Pläne, was demnächst so laufen wird hier? Wir haben viele Pläne, aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, bis es fertig ist. Ich habe so angedacht, dass wir zur Fußball-Weltmeisterschaft ein Konzert machen werden mit einem Chor, der heißt Allerweltschor. Und es werden dann Lieder aus aller Herren Länder sein. Wir haben eine Lesung angedacht und für die Kommunalwahl Podiumsdiskussionen. Die Sanierung geschah unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes. So wurde die Fassade durch den Einbau von 4 Fenstern aufgewertet. Ein zusätzlicher Eingang wurde gebaut, die Fassadenwände, Fußböden und Treppen wurden instand gesetzt und der ehemalige Bürobereich des Bürgeramtes erhielt neben einer Akustikdecke auch einen neuen Linoleumbelag. Im Erdgeschoss wurde eine Küche eingebaut. Das Obergeschoss erhielt eine kleine Teeküche, zudem wurden die Leitungen des Hauses saniert und erneuert. Peter Holtschuh, Stadtrat der Grünen im Heidelberger Gemeinderat, freut sich auch auf das neu sanierte alte Rathaus. Nachdem wir jetzt nebendran das Bürgeramt eingeweiht haben, ist es jetzt für die Bürgerinnen und Bürger eine Anlaufstelle für den Stadtteilverein vor allen Dingen, die bisher ja nur einen Saal hatten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da einige Vereine hier dieses Angebot nutzen werden und die neuen Räumlichkeiten dann entsprechend nutzen. Auch die Bürger sind auf den neuen Stadtteilmittelpunkt gespannt. Ich bin schon 40 Jahre in Rohrbach und mich freut es, dass die Renovierung da ist. Wir machen immer den Verzähltisch und da haben wir jetzt einen günstigen Raum dazu und das freut mich. Ich finde es absolut toll und auch ja, unbedingt notwendig. Denn es ist ja hier ist am Samstag immer ein sehr schöner kleiner Markt. Und ich denke, wenn die Sanierung hier stattgefunden hat, ist es noch idealer zum Einkaufen hier. Wobei die Geschäftsleute schon 15 Monate Überbrückung in Kauf nehmen müssen. Und man will doch hoffen, dass die Rohrbacher trotzdem den Einzelhandelsgeschäften ja, die Stange halten.